Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunno Gaming und heute spielen wir mal wieder den E-Startup Tycoon 2. Beziehungsweise Business Tycoon und ihr seht schon, hier hat sich ein bisschen was geändert. Denn das hier heute ist, Leute, leider meine letzte Folge von dem Spiel. Denn auf dem Account, wo ich schon alles habe, stand, dass die Demo zu Ende ist. Denn es ist natürlich ein Demo-Spiel. Ich habe mir das Spiel nicht gekauft. Ich spiele generell sehr viele Demos nur. Aber ich fand dieses Spiel ganz geil. Auf jeden Fall, habe ich die Demo durchgespielt. Und ich wollte jetzt noch ein Video drehen, damit ihr dann wirklich auch seht, dass es zu Ende ist. Und ja, wir werden jetzt hier erstmal von Anfang an nochmal spielen, weil ich kann auf dem anderen Profil halt spielen, leider. Aber macht nichts. Ich hatte auch in Planung, Bus-Simulator 2018 irgendwie mal wieder was zu machen. Also nochmal neu zu spielen und sowas. Aber mal sehen. So, wir sollen jetzt hier erstmal Team erweitern. Stelle einen Designer ein. Okay. So, Designer. Kaufen wir uns natürlich hier wieder den günstigsten. So. So, jetzt brauchen wir hier einmal einen einfachen Schreibtisch, so. Warte mal. Mit Hilfe von Designern das Design von ein Konzept. Ach so. Ich muss jetzt hier ein Konzept machen. Ich nenne das jetzt einfach mal hier so. So, ich muss hier noch Schraubendreher, so. Wie machen wir das? Ich würde sagen, so, ja doch, Produkt starten, oder? Let's go. Okay, Team, stelle einen Ingenieur ein. Können wir auch schon mal machen. Auch wieder hier den günstigsten, das ist der Kollege hier. So, zack. Dass er mal fertig ist, dann machen wir das nächste hier. Also ich werde auf jeden Fall auch keine weiteren Folgen mehr hiervon drehen, ne, weil ich es dann dementsprechend schon durchgespielt habe. Deswegen brauche ich das dann nicht mehr machen. Aber ja. So. Okay, perfekt. Warten wir jetzt hier einmal kurz, bis das hier geladen hat. So. Jetzt. es ist, glaube ich, ein Kackding geworden, aber egal. So, jetzt benötigen wir natürlich noch einmal. Nee. Warte mal, für was? Ah, hier, Holzwerkbank. Genau, so, packen wir mal da hin. Zack. Hier mal die Geschwindigkeit auch schneller, dann haben wir hier nämlich auch schneller alles fertig. Und dann ist es auch geil. So. Zack. Es ist jetzt an der Zeit, den Preis für unseren Konzept festzulegen. Klicken Sie auf das Stiftsymbol. Okay. So. Geil, geil, geil. Was ist das denn hier? Ah, da kann ich die Wände so wegmachen. Ja, wir machen das mal so. Dann sehe ich die zwei Kollegen hier auch. Okay, jetzt habe ich eine Nachricht gekriegt. So. Können ja auch was forschen anscheinend. Okay. Egal, das haben wir ja hier schon gemacht, ne? Sie können im Bauprogramm die Wände und Böden anpassen, um die perfekte Arbeitsumgebung zu schaffen. Okay. So. Ja, den Boden würde ich schon so lassen, oder? Ja.
Aber wir können ihn ja so lassen. Ist aber sonst eigentlich ganz geil so. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier irgendwie noch. Ich glaube schon, oder? Konzept. Also es hat nur 27% an Bewertungen. Also ist, glaube ich, doch nicht so geil. Aber egal. Lassen wir einfach so. Sagen wir machen hier noch ein Produkt davon. So. Okay, zu hoch, zu niedrig. Ergonomisch. So. Okay, machen wir. So. Und derzeit gucke ich hier mal kurz meine Nachrichten an. Sorry, Leute. Muss aber sein. Okay, ist es jetzt. Hä? Ergonomisch ist schon wieder zu niedrig? Moment. Antonio überlegt den Tag mit einem Witz an der Werkbank zu beginnen, in der Hoffnung, einen positiven Ton für die bevorstehende Arbeit zu setzen. Ja, doch. So, wie gut ist jetzt das blöde Ding? Immerhin 32%. Ne, warte mal, was ist denn jetzt hier? Hier, ja. Was ist denn jetzt hier nochmal das Erste, was ich habe? Ach, keine Ahnung. So. Okay, let's go. Die richtige Möbelauswahl sieht nicht gut aus, sondern steigert auch die Arbeitsgeschwindigkeit und hält die Moral hoch. Okay. Okay. Das hier so. Ja, bis Tag 4, ne? So. Komplett. Webdesign Stufe 1. Okay. Ja, warum reduziert das jetzt um 7%? Egal. Lassen wir einfach so. Warum steht da 50? Ah, okay, das kann sich hier jedes Mal ändern. Alles klar. Ich verstehe. Okay, ist immer noch 50, alles klar. So, du machst wieder einen Vertrag. Und zwar den hier. So, bis 11 Uhr, zack. Kaffeeautomaten. Können wir mal gucken, haben wir hier irgendwie so Wasserspender? So. Hier noch eine Pizza. Zack, fertig. Dann haben die hier auch nicht so schnell immer irgendwas hier für Probleme. So. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen Geld ausgegeben, aber macht nichts. Wir müssen ja auch, wir kriegen definitiv auch wieder das Geld rein. So ist es nicht. So, wir kaufen uns einmal hier ein Mikrofon. Ich würde sagen, den macht er dann. Später irgendwann so. Okay. Okay, die machen irgendwie eine Pause. Keine Ahnung.
Eine kurze Pause natürlich. Ah. Ich weiß nicht, warum da jetzt gerade so ein... Okay. Okay, 39 Bewertung. Sollte aber auch noch geil sein. So. Okay. Gut. Dann haben wir das ja auf jeden Fall schon mal fertig. So. Okay, wir sind immer noch im Minus hier. Warum auch immer wir hier immer noch im Minus sind. Aber egal. So, wir müssen jetzt hier mal kurz gucken. Also den Designer in Urlaub bis Tag 8. So. Okay. Ein Kredit, ja. Ah, kann ich sogar schon hier. Jo, die Zinsen sind anscheinend bei 40%. Ja. Okay, Leute, ich würde aber auch sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut es auf meinen Discord vorbei, der ist unten in der Videoschau verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein und euer Sandro. Ciao, ciao.